Maite Kelly, 43, gelang mit ihrer neuen Single »Ich brauch einen Mann« ein absoluter Geniestreich. Innerhalb weniger Tage stieg jene in die Top 5 der deutschen Airplay-Charts. Nun ist sie sogar kurz davor, Schlagerkollege Florian Silbereisen, 41, vom Thron zu stoßen. Maite Kelly, stößt sie Florian Silbereisen von Platz 1. Immer wieder bewies Maite Kelly, dass sie nicht nur damals mit ihrer Familienband Kelly Family auf der Erfolgswelle schwimmen konnte, sondern auch alleine ihre Fans begeistert. Erst kürzlich zeigte sich dies wieder, denn ihr neuer Song »Ich brauch einen Mann« wurde von dem ersten Tag an von den Fans geliebt. So sehr, dass sie Maite innerhalb weniger Tage mit ihrem Lied auf Platz 2 der Airplay-Charts Deutschland konservativ Pop steigen ließen. Nur einer ist noch vor ihr und versperrt den Weg an die Spitze, Schlagerkollege Florian Silbereisen. Wie schon in den beiden Wochen zuvor kann er sich über dieses heiß begehrte Ranking mit Thomas Anders und ihrem gemeinsamen Song »Alles wird gut« freuen. Ob jedoch alles gut bleiben wird, ist abzuwarten, denn der Kelly Family Spross ist ihnen dicht auf den Fersen und bereit, die Spitzenposition zu übernehmen. Ob der Schlagersängerin dies in der nächsten Woche gelingt, steht noch in den Sternen. Du hast Maite Kellys neuen Song »Ich brauch einen Mann« noch nicht gehört? Hier kannst du deine Neugier stillen. Maite Kelly, sie schreibt schon fleißig an neuen Songs. Nach einem Song ist vor dem nächsten. Maite Kelly sprudelt nur so vor Kreativität. Ihr neuer Song »Ich brauch einen Mann« geht gerade durch die Decke, doch ihre Ideen sind noch lange nicht erschöpft. Kürzlich ließ sie auf Instagram verlauten, dass sie wieder fleißig am Schreiben ist. Ihr Lieben, es geht los. Mein Stift, mein Notizblock und meine Puschen. Mehr brauche ich nicht. Raute erste Songsessions fürs neue Werk Hashtag Herzsongs Hashtag Puschenlieder. Wann genau ihr kommendes Album mit den neuen Songs erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Gute Dinge brauchen eben seine Zeit. Dies nehmen die Fans bei Maite Kelly aber gerne in Kauf.